im letzten Video haben wir dieses Beispiel gemacht mit dem Listfiltern und da war das Thema des Debouncings und, oder des Throttlings, je nachdem. Und eben, was kann man machen, damit diese Liste nicht bei jedem Tastenklick sofort aktualisiert wird, sondern erst nach einem kurzen Zögern des Benutzers beim Filtern. Zum Beispiel, ich schreibe MA und nach 100 Millisekunden oder so ähnlich, erst dann wird das Filtern ausgelöst. Das brauchen wir, um eine Datenbank zu entlasten oder den Service dahinter, einfach um Ressourcen ein bisschen zu sparen. Und gleich ein Spoiler, die Antwort ist trivial einfach. Also, während wir früher einen eigenen Dispatcher für sowas bauen müssen haben, gibt es inzwischen eine super einfache Möglichkeit. Vorher noch was für die Spitzfindigkeiten. Also es gibt ja eigentlich zwei Begriffe, das eine ist Throttling, das zweite ist Debouncing. Es gibt einen feinen Unterschied zwischen den beiden. Und zwar beim Throttling geht es darum, dass eine bestimmte Funktion nur eine bestimmte Anzahl innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls aufgerufen werden kann. Also dass ich sage, diese Funktion wird maximal einmal alle 100 Millisekunden ausgeführt. Oder zweimal alle 30 Millisekunden oder so. Der Abstand zwischen den zwei Ausführungen wäre mir dann egal. Also zweimal binnen 30 Millisekunden kann es heißen nach der ersten Millisekunde und nach der dritten Millisekunde wieder und dann wieder eine Zeit lang nicht mehr. Beim Debouncing heißt es, eine Funktion wird erst aufgerufen, nachdem sie eine bestimmte Zeit nicht mehr aufgerufen wurde. Also hier ist es de facto eine Pause zwischen zwei Calls. Gut, und jetzt bauen wir dieses Debouncing, denn im Allgemeinen ist es das, was wir wollen. Und damit der Begriff ein bisschen griffig ist, heißt er auch jetzt in WPF nicht mehr Debounce, wie man es selbst implementiert hätte, sondern Delay. Gut, also wir haben hier den Text gebunden, wir haben hier Binding Filter, Update Source Trigger, Property Change, das brauchen wir, damit er eben bei jedem Tastenklick sofort aktualisiert und nicht erst dann, wenn das Textfeld den Fokus verliert. Aber ich kann hier angeben, Delay ist gleich. Ich nehme jetzt eine Sekunde, damit man auch den Effekt schön sieht. Normalerweise hat man hier was so von 100, 200 Millisekunden, je nachdem, welche Responsiveness, das man sozusagen will. Gut, ich tippe ein A rein, das macht natürlich wenig Sinn, weil Mustermann, Susi Meier und der Dev Dave, die haben alle ein A drin. Also, okay, wir machen DE für Development und innerhalb einer Sekunde dann, oder nach einer Sekunde besser gesagt, passiert hier das Binding. Ja, erst wenn ich eine kurze Zeit nicht tippe, dann wird sofort gefiltert. Ja, sofort, nach einer Zeit. Also, ja klar. Gut, also so einfach geht es einfach, dass die Delay-Property hier dazu beim Update Source Trigger Property changed und damit delayed, wie viele Millisekunden soll gewartet werden, bevor die Funktion wirklich aufgerufen wird. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.